Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf. Große Anfrage der Abgeordneten Löber, Gremmels, Lotz, Müller-Schwalmstadt, Schmidt, Siebel, Warnecke, SPD und Fraktion betreffend Gefahren durch Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff, Drucksache 19-2664 zu 19-2083. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Als Erstes hat sich Frau Kollegin Löber von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den letzten Jahren hat die Bedeutung von Verpackungen aus Kunststoffen immer mehr zugenommen. Laut dem Statistischen Bundesamt gehören kunststoffhaltige Verpackungen neben Glas und Papier zu den heute am meisten verwendeten Verpackungsmaterialien. Eine besondere Bedeutung kommt dabei Kunststoffverpackungen im Lebensmittelbereich zugute. So wurden allein im Jahr 2013 knapp 4,3 Millionen Tonnen Verpackungsmaterialien aus Kunststoff produziert. Neben dem vergleichsweise günstigen Kostenfaktor spielen auf den ersten Blick noch weitere Argumente für eine zunehmende Verwendung kunststoffhaltiger Verpackungsmaterialien eine Rolle. So qualifizieren sich diese vor allem dadurch, dass sie leicht, formbar und dennoch stabil sind. Nicht zu bestreiten ist auch die Kausalität zwischen der zunehmenden Verwendung von Kunststoffverpackungen und der heutigen Vielfalt des Nahrungsmittelangebotes in unseren Supermärkten. Kunststoffverpackungen haben den Vorteil, dass die darin verpackten Lebensmittel über einen längeren Zeitraum vor Verderb und Verunreinigungen geschützt werden können. Somit können auch leicht verderbliche Lebensmittel über lange Transportwege hinweg frisch gehalten werden. Dennoch stellt sich angesichts dieser Vorteile die Frage, inwieweit Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff gesundheitsbelastende Stoffe an das zuschützende Produkt abgeben und damit die Gesundheit der Konsumenten gefährden können. Im Sinne der Verordnung EG Nummer 1935/2004 dürfen Lebensmittelverpackungen unter normalen oder vorhersehbaren Verwendungsbedingungen keine Bestandteile, die die Gesundheit des Menschen gefährden, an das Lebensmittel abgeben. Findet ein Übergang von Substanzen aus der Verpackung an das zu verpackende Lebensmittel statt, so bezeichnet man dies als Migration. Verbraucherschutzorganisationen befürchten, dass besonders Inhaltsstoffe von Kunststoffverpackungen an die enthaltenen Produkte abgegeben werden könnten. Diese Befürchtungen sind nicht ohne Grund. Laut Information der Landesregierung im Rahmen der Beantwortung der Großen Anfrage betreffend Gefahren durch Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff ergaben Stichprobenuntersuchungen innerhalb des Hessischen Landeslabors in den vergangenen 5 Jahren, dass bei Lebensmittelzutaten für die Herstellung von Bubble-Tea-Getränken Talsäureester nachgewiesen werden konnte. Nach Auskunft der Landesregierung ist davon auszugehen, dass dies möglicherweise auf die Verpackung zurückzuführen ist. Das Bundesamt für Risikobewertung bescheinigt, dass Talsäureester die Gefahr von Hormonveränderungen erhöhen kann. Darüber hinaus wurden bei einer Probe Mortadella, die in einer Kunststoffverpackung aus Polyester und Polyethylen verpackt war, Bestandsreste des Verpackungsmaterials in der Mortadella nachgewiesen. Erlauben Sie mir weitere Beispiele. Des Weiteren wurden im Rahmen eines Programms des bundesweiten Überwachungsplans im Jahr 2012 insgesamt 20 in bedruckten Umkartons aus Papier und Pappe verpackte trockene Lebensmittel wie Haferflocken, Müsli und Reis auf den Fotoinitiator Benzophenon untersucht. Das Ergebnis hier ist ebenfalls beunruhigend, denn auch hier wurden in 13 Lebensmitteln ebenfalls Gehalte nachgewiesen, die auf die entsprechende Kartonverpackung zurückzuführen sind. Nicht auszuschließen ist dabei ein enger Zusammenhang zwischen der verwendeten Druckfarbe und der nachweisbaren Migration von Substanzen an die Lebensmittel. Wahrscheinlich werden die nachfolgenden Redner wieder relativieren, dass die entsprechend genannten Befunde ja die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte der EU nicht überschritten hätten. An dieser Stelle möchte ich Sie aber darauf hinweisen, dass es sich auch bei den EU-Grenzwerten nur um durchschnittliche Grenzwerte handelt, die im Einklang aller Mitgliedstaaten festgelegt werden. Diese Grenzwerte, so muss jedoch deutlich gesagt werden, geben keinen Aufschluss über die gesundheitliche Unbedenklichkeit der nachgewiesenen Stoffe. In
der Sendung Der große Küchencheck im Jahr 2012 fand der NDR den Weichmacher DEHP, Diethylhexylphthalat, in einer Stichprobe verschiedener Lebensmittel deutscher Supermärkte. Der Stoff wurde unter anderem in Butter und Weichkäse nachgewiesen. DEHP wurde seit 2008 aufgrund seiner fortpflanzungsschädigenden Eigenschaft in die REACH-Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienverordnung und später auch in die Liste der zulassungspflichtigen Stoffe aufgenommen. Seit dem 21. Februar letzten Jahres darf DEHP innerhalb der Europäischen Union nicht mehr ohne Zulassung verwendet werden. Fest steht, dieser Schritt hätte auch schon 7 Jahre früher, im Jahr 2008, nach Bekanntwerden der fortpflanzungsschädigenden Wirkung von DEHP spätestens erfolgen können. Fest steht, jedes Milligramm chemischer Schadstoffe in Lebensmitteln, verursacht durch kunststoffhaltige Verpackungen, ist zu viel. Wir sollten daher nicht darüber diskutieren, ob Grenzwerte noch eingehalten werden müssen, sondern eher darüber, wie wir die generelle Gefahr potenzieller Schadstoffe für den Menschen verhindern können. Die gesundheitlichen Risiken von Kunststoffverpackungen bei Lebensmitteln sind dabei bisher nicht ausreichend erforscht. Die Landesregierung muss sich dafür einsetzen, dass die möglichen Gefahren umfassender analysiert werden, gerade da die Verwendung dieser Verpackungen bei Lebensmitteln zugenommen hat und weiter zunehmen wird. Neben den potenziellen gesundheitlichen Risiken kunststoffhaltiger Verpackungen möchte ich nachfolgend auch auf den Aspekt der Umweltverträglichkeit in den Mittelpunkt eingehen. Nach Informationen des Umweltbundesamtes fielen im Jahr 2013 17,1 Millionen Tonnen an Verpackungsabfällen an. Leider sind die Zahlen für die darauffolgenden Jahre 2014 und 2015 statistisch noch nicht erfasst. Somit stellt der Wert für das Jahr 2013 den bisher höchsten dar. Die Vermutung lässt darauf schließen, dass die Werte für die beiden Jahre 2014 und 2015 erneut steigen. Interessant ist aber insbesondere der prozentuale Anstieg von kunststoffhaltigen Verpackungen. Im Jahr 1993 betrug der prozentuale Anteil von Kunststoffverpackungen am Verpackungsaufkommen insgesamt noch 10,6%. Zum direkten Vergleich: im Jahr 2013 erreichte dieser schon einen Anteil von 16,7%, Tendenz weiterhin steigend. Da es sich bei erdölbasierten Kunststoffen um chemische Verbindungen handelt, die sich auf natürlichem Weg selbst nicht vollständig und wenn nur zu einem gewissen Teil abbauen lassen oder abbauen können, Entschuldigung, ist eine sachgemäße Entsorgung unerlässlich. Bis sich beispielsweise eine normale Plastiktüte zersetzt, dauert es fast 400 Jahre. Es kann da nur als ein Teil der Gesamtlösung betrachtet werden, wenn wir versuchen, die Verbraucherinnen und Verbraucher besser über eine sachgemäße Entsorgung zu informieren. Wir müssen uns auch dafür einsetzen, dass die bestehenden Recyclingvorschriften gerade bei Kunststoffen optimiert werden. Ich sage das nicht ohne Grund, denn gerade wenn es bei Kunststoffen um das Thema Recycling geht, bestehen noch erhebliche Probleme in der Verwertung. So werden in Deutschland zwar mehr als 90% aller Plastikabfälle wieder eingesammelt. Laut Informationen des Umweltbundesamtes konnten bei Kunststoffabfällen, die im Jahr 2013 aus privaten Haushalten stammten, jedoch nur 34,2% wieder stofflich verwertet werden. Der überwiegende Anteil an Plastikabfällen, fast 57%, wurde energetisch verwertet oder verbrannt. Das liegt auch daran, dass beim Sortieren ein großer Teil von Kunststoffen einfach verloren geht, da die entsprechenden Sortieranlagen die Stoffe nicht erkennen. Darüber hinaus ist die Verbrennung gegenüber dem Recycling einfach gewinnbringender. Mischkunststoffe wie Chipstüten zum Beispiel stellen die Recyclingbetriebe vor enorme Herausforderungen, da sie sich nur aufwendig und entsprechend teuer trennen lassen. Die einfachste Lösung ist hier die umweltbelastende Verbrennung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Entscheidung seitens der Europäischen Union, den Gebrauch von Plastiktüten in der Wertegemeinschaft deutlich zu beschränken, ist ein wichtiges erstes Signal zum Schutz der Umwelt. Neben einer Reduzierung müssen wir uns allerdings auch dafür einsetzen, dass die Verwertung kunststoffhaltiger Verpackungen ausgeweitet wird. Höhere Verwertungsquoten sind hierbei wünschenswert und werden auch schon länger von Experten des Umweltbundesamtes gefordert. Festzuhalten bleibt, Verpackungen aus Kunststoff bieten Vorteile,
aber ebenso bestehen gesundheitliche und umweltbelastende Risiken. Wir brauchen daher eine wesentlich umfangreichere Analyse, Begrenzung und Reduzierung der Risiken, sodass die Verbraucherinnen und Verbraucher keine gesundheitlichen Gefahren befürchten müssen. Wir brauchen aber auch mehr Kontrollen, um besser ausschließen zu können, dass Verpackungen Schadstoffe an das Lebensmittel abgeben. Der Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger muss für uns alle oberste Priorität haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Löber. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Müller-Klepper von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wurst in der Folie, Mineralwasser in der Plastikflasche, der Joghurtbecher, Kunststoffe sind in der EU das Material, das am häufigsten für Lebensmittelverpackungen verwendet wird. Gerade besonders für derart breit eingesetzte Stoffe muss das Prinzip des vorsorgenden Verbraucherschutzes gelten. Es muss alles getan werden, um eine gesundheitliche Gefährdung der Verbraucherinnen und Verbraucher auszuschließen, und das geschieht. Der Verbraucherschutz hat für die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen einen hohen Stellenwert. Nicht nur, dass wir die Mittel für den Verbraucherschutz um ein Drittel erhöht haben, auch die Themen des Verbraucherschutzes bekommen eine hohe Aufmerksamkeit, wie aktuell die Initiativen in der Verbraucherschutzministerkonferenz belegen, aber auch die Beantwortung dieser großen Anfrage und ebenso die Aktivitäten, die das Ministerium unterstützt und initiiert, um Verbraucherberatung und Verbraucherinformation über den sachgemäßen Umgang mit Kunststoffverpackungen zu ermöglichen. Warum sind Kunststoffe das Mittel der Wahl, wenn es um Verpackungen geht? Frau Löber hat bereits darauf hingewiesen, weil sie unter verschiedenen Aspekten vorteilhaft sind, insbesondere um Vorgaben zu Hygiene und Sicherheit zu erfüllen. Sie schützen vor Verunreinigungen, Mikroorganismen, Feuchtigkeit, Sauerstoff und Licht. Sie halten Waren frisch, sie sind leicht, stabil und gut formbar. Der Siegeszug der Kunststoffe begann in den 50er Jahren, und bereits seit diesem Beginn werden auch die möglichen Risiken systematisch in den Blick genommen. Seit 1958 gibt es in Deutschland Empfehlungen zur gesundheitlichen Beurteilung von Kunststoffen. Was das Bundesgesundheitsamt begonnen hat, setzt das Bundesinstitut für Risikobewertung fort. Die Empfehlungen sind in einer Datenbank abrufbar, und sie spiegeln jeweils den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik unter Berücksichtigung der Rechtslage wider. Sie sind eine anerkannte Orientierungshilfe, um abzuleiten, ob die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Denn um ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit zu gewährleisten, gelten für Kunststoffverpackungen wie für alle Verpackungen klare Vorschriften. Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden, unterliegen einer strengen gesetzlichen Regelung der sogenannten EU-Rahmenverordnung. Der Artikel 3 enthält die zentrale Bestimmung. Materialien müssen so hergestellt sein, dass ihre stofflichen Bestandteile unter den normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen nicht oder nur in Mengen auf das Lebensmittel übergehen, die die Gesundheit des Verbrauchers nicht gefährden. Es gibt für Kunststoffe stoffspezifische Grenzwerte für den Übergang auf Lebensmittel, sogenannte Migrationsgrenzwerte. Und, liebe Frau Löber, erlauben Sie mir die Anmerkung, diese Grenzwerte sind wissenschaftlich basierte Richtschnüre für die Beurteilung, ob die Gesundheit des Verbrauchers gefährdet ist oder nicht. Insofern gibt es keinerlei Ansatzpunkt, dieses Mittel der Wahl hier entsprechend in die Kritik zu stellen und einfach auch zu diffamieren. Es ist ein wissenschaftlich basiertes Instrument. 2011
ist mit der sogenannten Europäischen Kunststoffverordnung eine spezifische, direkt rechtswirksame europäische Regelung für Kunststoffe in Kraft getreten, mit Vorschriften zur Beschaffenheit von Kunststoffen, mit einer verbindlichen Positivliste von Stoffen, die verwendet werden dürfen für den Lebensmittelkontakt, und mit den eben bereits erwähnten Migrationsgrenzwerten. Spezielle Vorschriften gibt es auch für Verpackungen aus recyceltem Kunststoff, ebenso für die sogenannten aktiven Verpackungsmaterialien, bei denen bestimmte Stoffe an das Lebensmittel abgegeben werden, die die Haltbarkeit entsprechend verlängern, und für sogenannte intelligente Verpackungen, mit denen der Zustand eines Lebensmittels überwacht werden kann, was unter dem Aspekt der Lebensmittelsicherheit prinzipiell sinnvoll sein kann, beispielsweise weil angezeigt wird, ob die Kühlkette unterbrochen worden ist. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt für Kunststoffverpackungen ein umfassendes rechtliches Regelwerk zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Es greift und es wird ständig fortgeschrieben. Wo sind Verbesserungen nötig? Ich sehe zwei Bereiche. Das sind zum einen die Weichmacher, die eingesetzt werden, um Kunststoffe formbar und flexibel zu machen und die ein Risiko sein können. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlichster Chemikalien, die unter diesem Begriff zusammengefasst werden und die unter toxikologischen Aspekten aber differieren. Um die Verbraucherinnen und Verbraucher hier zu schützen, hat die EU bereits einige Verbote eingeführt. Europäische Regelungen sind das richtige Instrument. Es ist daher zu begrüßen, dass die Landesregierung solche Initiativen mit Nachdruck unterstützt. Der zweite Ansatzpunkt, wo eine Verbesserung erforderlich ist, sind die Druckfarben, die beim Bedrucken von Verpackungen eingesetzt werden und die gesundheitsgefährdende Substanzen beinhalten können, z.B. Mineralöl. Über 1.000 Stoffe werden eingesetzt, und für die meisten liegen keine oder nur geringe Erkenntnisse zu möglichen gesundheitlichen Wirkungen vor. Dieses Gefährdungspotenzial muss eliminiert werden. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat den Entwurf der sogenannten Druckfarbenverordnung vorgelegt. Kernstück ist eine Liste von Substanzen, die zur Herstellung von Druckfarben für Lebensmittelbedarfsgegenstände ausschließlich verwendet werden dürfen. Eine solche Regelung ist sinnvoll und vonnöten, solange es noch keine europaweite Lösung gibt. All dies belegt, die Politik trägt ihrer Verantwortung Rechnung, indem sie einen umfassenden rechtlichen Rahmen geschaffen hat und ihn entsprechend den aktuellen Bedarfen weiterentwickelt. Sie setzt diese Vorgaben kontinuierlich um durch Kontrollen, aber auch durch Bewertungen und Forschungen, die von den Experten der zuständigen Institutionen durchgeführt wird, wie im Bundesinstitut für Risikobewertung und der EFSA. Und die Hersteller schließlich werden auch ihrer Verantwortung gerecht, indem sie die Vorschriften durch gute Herstellungspraxis umsetzen. Meine Damen und Herren, die Antworten auf die Große Anfrage zeigen, das Land Hessen erfüllt seinen Auftrag. Im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung durch die Ämter für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung sowie das Hessische Landeslabor. Herzlichen Dank an Frau Ministerin Hinz für das Engagement und die detaillierte, sachliche Darstellung der Situation, die zeigt, es gibt ein solides Schutzsystem auf hohem Niveau. In den letzten 4 Jahren wurden in Hessen keine Grenzwertüberschreitungen für Schadstoffe in Bezug auf Lebensmittelverpackungsmaterialien aus Kunststoff festgestellt. Es gibt keinen Grund, Alarm zu schlagen oder Panik zu schüren. Meine Damen und Herren, Anlass zur Sorge und Notwendigkeit zu handeln besteht dagegen aufgrund der Umweltbelastung durch Plastikabfälle. Es geht hier um die unsachgemäße Entsorgung, die insbesondere die Meere, aber auch Flüsse und Landschaften zur Endstation Plastikmüll werden lässt. Hier sind weltweit Verbesserungen des Müllmanagements vonnöten. Die Abfälle müssen im Wirtschaftskreislauf bleiben und einer Verwertung zugeführt werden.
Immerhin werden in Deutschland bereits 70% der Verpackungsabfälle recycelt und auch ein Großteil wiederverwertet. Weltweit dagegen wird die Recyclingquote von Kunststoffen auf unter 5% beziffert. Die Vereinten Nationen schätzen, dass jährlich 25 Millionen Tonnen Plastikabfall letztlich im Meer landen, ein großes ökologisches und ökonomisches Problem. Wir müssen hier die Verbraucherinnen und Verbraucher noch mehr sensibilisieren. Auf Bundesebene ist die Umsetzung des Wertstoffgesetzes voranzubringen, und auf europäischer Ebene ist der Einsatz für eine effiziente Wertstofferfassung und hochwertige Wertstoffverwertung sowie für wirkungsvolle Lösungen zur Förderung von Mehrwegsystemen erforderlich. Unsere Umweltministerin hat diese Aktivitäten zu Recht vom Bund eingefordert. Auch das EU-Forschungsprogramm zum Thema Mikroplastik ist ein wichtiger Schritt. Ebenso die bereits erwähnte Richtlinie vom 30. April vergangenen Jahres zur Reduzierung der Verwendung von Plastiktüten. Ihre Umsetzung findet bei uns derzeit statt, indem auf der Grundlage einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Handelsverband und Bundesregierung kostenlose Plastiktüten Schritt für Schritt aus dem Handel verschwinden. Bis Ende 2025 soll EU-weit der Verbrauch von Plastiktüten von derzeit bis zu 200 pro Kopf auf unter 40 jährlich sinken. All dies sind erste, sind wichtige Schritte. Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen werden sich weiterhin dafür einsetzen, dass sie zu einem umfassenden Maßnahmenkatalog ausgebaut werden, mit dem Ziel, die Umweltbelastung deutlich zu verringern und dieses globale Problem in den Griff zu bekommen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Klepper. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir befassen uns heute mit einem Problem und wie wir es lösen können, ohne uns zu fragen, warum wir das Problem eigentlich haben. Wir befassen uns nämlich damit, dass Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff Stoffe an Lebensmittel abgeben können, dass Farbstoffe, die aufgedruckt sind, in Lebensmittel übergehen können. Wir lassen dabei die Frage vollkommen aus, warum, und ich sage hier mal, warum zum Teufel eine Gurke in eine Plastikfolie geschweißt werden muss, bevor sie verkauft werden kann. Warum Äpfel in Vierer- oder Sechsergruppen in Schalen, die bestenfalls aus Pappmaché sind, gepackt werden, um dann oben drüber eine Plastikfolie zu ziehen? Weil es bequem ist. Ja, das ist richtig. Nun können wir sagen, wir tun und lassen auch alles zu, was den Menschen bequem ist, ohne über die Konsequenzen und die Folgen nachzudenken. Und wir haben mehrere Folgen und Konsequenzen. Wir haben zum einen Belastung der Gesundheit dadurch, dass wir möglicherweise Lebensmittel zu uns nehmen, die Stoffe aufgenommen haben, die eigentlich in Lebensmitteln nichts zu suchen haben. Wir haben zum anderen Umweltprobleme, die schon bei der Herstellung dieser Materialien entstehen, weil dadurch Gifte in die Umwelt gelangen, Abgase, Abfallprodukte entstehen, die wir wirklich nicht brauchen, die wir dann mühsam an verschiedenen Stellen wieder filtern, sammeln und versuchen, dann diese Filterstäube wieder loszuwerden. Und am Ende haben wir ein Problem mit riesigen, irrwitzigen, unvorstellbaren Mengen von Abfall, die dann im Meer schwimmen, haben wir hier auch schon beschrieben. Jetzt überlegen wir uns, wie wir mit besserem Recyceln damit umgehen können, wie das, was dann tatsächlich eingesammelt wird, auch wiederverwertet werden kann, anstatt einmal darüber nachzudenken, warum wir überhaupt zulassen, dass wir diese Dinge haben, die wir de facto nicht brauchen. Hätten wir nämlich eine Situation, in der eines der knappsten und wichtigsten Dinge auf der Welt Nahrungsmittel wären, dann gäbe es eine Notwendigkeit, sie so zu verpacken, dass sie unglaublich lange haltbar sind. Es ist auch gut, unsere Nahrungsmittel vor dem Verfall zu schützen. Aber wir haben gleichzeitig eine Situation, dass wir aberwitzig viele Lebensmittel jedes Jahr vernichten, und zwar auf dem Weg von der Produktion bis zum Endverbraucher, also vom Acker bis zum Teller. Ganz frisch
gewachsene Produkte sowie endgefertigte Produkte bis hin im Restaurant zu großen, vollen Tafeln und Platten, die dann einfach vernichtet werden, oder auch zu Hause im privaten Haushalt. Was macht die Politik? Die Politik macht Appelle, und ansonsten lässt sie zu. Ich glaube, das ist definitiv der falsche Weg. Es kann nicht sein, dass wir in aller Gelassenheit zulassen, dass wir aus Kaffeekapseln 4.000 Tonnen Abfall allein in Deutschland produzieren, dass wir den Kaffee in Kapseln tun, wo wir nicht immer genau wissen, ob das, was auf den Kaffee übergeht, wirklich gut ist, und dass wir gleichzeitig bereit sind, für diesen Kaffee einen Preis von 50 bis 80 Euro das Kilo zu zahlen und auf der anderen Seite sagen, fair gehandelter Kaffee ist zu teuer. Aber genau das lassen wir zu, weil alles das, was machbar ist, in diesem Land auch gemacht wird, solange es den Menschen nicht unmittelbar umbringt. Wir haben aber hier eine Situation, wo wir sagen könnten, wir begrenzen uns. Und wir begrenzen uns nicht per Appell, per Freiwilligkeit oder per gutem Zureden, sondern wir begrenzen uns per Regulierung. Und ich weiß, dass man nicht alles und das kleinste Teil regulieren kann, aber ich bin überzeugt davon, dass, wenn man genau hinschauen würde, wir einen erheblichen Teil des Verpackungsmülles uns ersparen könnten, unserer Gesundheit ersparen könnten und unserer Umwelt ersparen können, wenn wir den Mut hätten zu sagen, wir wollen ihn nicht. Wenn wir auch politisch den Mut hätten zu sagen, wir sind bereit, an bestimmten Stellen Verbote auszusprechen. Denn wir brauchen diese Dinge auch nicht. Niemand braucht eine irgendwie geschäumte Schale und eine Plastikfolie, um 4 Äpfel zu kaufen. Das kann man ganz gewöhnlich mit der Papiertüte tun. Und wenn man es per Appell eben nicht erreicht, dann eben per Regulierung. Warum noch einmal müssen wir Bananen noch einmal in Folien verpacken? Warum müssen wir Gurken noch einmal in Folien verpacken? Und warum haben wir Kleinstmengen einzeln verpackt, die letztendlich dadurch auch teurer sind, weil wir ja zum Teil mehr für die Verpackung zahlen als für das, was drin ist? Und da ist der nächste Punkt. Da haben wir eine riesige Industrie mit einer riesigen Lobby. Sie können uns doch, Sie wissen doch alle, dass wir regelmäßig auch von den Verpackern wunderbare Hochglanzzeitschriften zugeschickt kriegen. Alle diese, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, wie z.B. eine WWF-Studie im letzten Jahr, sagen, die vollmundigen Ankündigungen der Politik müssen aufhören. Wir brauchen hier Handlung. Wir brauchen keine Optimierung des Recyclings. Sicher brauchen wir das auch an vielen Stellen, weil wir werden nicht alles vermeiden können. Aber wir brauchen vor allen Dingen erst einmal die Vermeidung. Die Vermeidung all dieser Stoffe, die uns weder in der Produktion, noch in der Nutzung, noch in der Entsorgung guttun. Und es ist allerhöchste Zeit, dass hier Handlung erfolgt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Feldmeier von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Erstmal vielen Dank an Kollegin Löber, auch, dass Sie uns mit der Großen Anfrage diese Informationen auch geliefert haben, vor allen Dingen aber an auch das Ministerium und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium für die Beantwortung der Großen Anfrage. Es wurde schon viel darüber gesprochen, um was es geht bei der Anfrage, bei den Antworten. Es geht um die gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittelverpackungen aus Plastik, aber auch Kunststoff und Papier wurde angesprochen. Der Grund, warum Lebensmittel verpackt werden, warum Dinge verpackt werden, ist ganz klar. Die Lebensmittel sollen geschützt werden, sie sollen frisch gehalten werden, sie sollen hygienisch bleiben. Alles in Ordnung. Diese Plastikverpackungen haben eigentlich eine spröde Struktur normalerweise. Aber wir wissen ja, Plastikverpackungen gibt es in allen Formen, Farben. Und diese Plastikdinger werden mit Weichmachern, den sogenannten Phthalaten, geschmeidig gemacht. Und das ist natürlich ein Problem. Solange diese Weichmacher, diese Phthalate in Kunststoff, die gibt es in den unterschiedlichsten Ausrichtungen, in unterschiedlichen Verbindungen, solange diese Weichmacher gebunden sind, ist das natürlich kein Problem. Doch wenn eine normale Plastikdose beispielsweise erwärmt wird, wenn sie dafür nicht geeignet ist, dann hat das natürlich Auswirkungen.
dann können diese Stoffe freigesetzt werden, und dann kann das auch gesundheitliche Auswirkungen haben. Je billiger Kunststoff produziert wird, desto schneller lösen sich Partikel. Sie riechen das wahrscheinlich alle, wenn Sie in einen, sag mal, irgendwie Billigladen gehen, wo viel Platz, Plastik ist. Dann hat man schon auch diesen Geruch in der Nase. Und dann weiß man, dass es wichtig ist, dass es auch hochwertige Plastikverpackungen geben muss. Wir brauchen also eine sachgemäße Anwendung von Plastikverpackungen, aber natürlich auch Kontrollen. Darüber wurde auch schon gesprochen. Darüber wird ja in dieser Großen Anfrage auch von der Landesregierung berichtet, wie viele Kontrollen es in den letzten 4 Jahren gegeben hat. Die gesetzlichen Grenzwerte, Kollegin Löber hat schon darauf hingewiesen, sind eingehalten worden. Also all dies wird schon gemacht von der Landesregierung. Es gab keine Grenzwertüberschreitung bei den Schadstoffen. Aber in einigen Proben konnten doch Weichmacher nachgewiesen werden. Und besonders auffällig war diese Bubble Tea-Probe, also die Zutaten für diesen Bubble Tea, der da reingeschüttet wird. Da sind Weichmacher drin. Und natürlich ist es wichtig und richtig, je weniger, auch bis zu den Grenzwerten, desto besser. Und ich glaube, deswegen sollten wir auch dieses Thema im Auge behalten, meine Damen und Herren. Zur Frage des Verbots von Weichmachern ist klar geregelt, dass dies auf europäischer Ebene und auf Bundesebene geschehen muss, wie man mit diesen riskanten Stoffen umgeht. Die unterschiedlichsten Stoffe gibt es, die müssen bewertet werden. Und die Landesregierung unterstützt auch diese Initiativen, so wie sie das in der Großen Anfrage beantwortet. Die Landesregierung hat nicht die Kompetenz, auch wenn sie sie gerne hätte, um auf Bundesebene das zu bewegen, was Sie jetzt vorgeschlagen haben, Verbote beispielsweise. Da muss schon die Bundesebene, da muss die Europäische Kommission reagieren. Aber die Landesregierung, man sieht es auch in der Beantwortung der Großen Anfrage, unterstützt auch gerne. Plastik ist halt ziemlich praktisch, und deshalb kommt es so gut wie überall vor. Die Kolleginnen haben schon darauf hingewiesen. Es ist ein generelles Problem, und wir können das wahrscheinlich nicht nur einseitig jetzt mit dem Problem der Migration in Lebensmitteln beantworten, sondern wir müssen das Thema auch ein bisschen globaler sehen. Das globale Problem ist, wie der Film Plastic Planet drastisch verdeutlicht hat, dass Plastik fast überall im Gebrauch ist, dass es die Meere verschmutzt. Wir alle kennen die Bilder von den Müllstrudeln im Meer, also Quadratkilometer große Plastiktüten, die aneinandergereiht sind im Meer. Deshalb greift es, wie gesagt, zu kurz, wenn man nur über diese Grenzwerte jetzt sprechen würde, Einzelsubstanzen, Verbote und Kontrollen. Das ist natürlich wichtig, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, wir müssen das Ganze auch ein bisschen globaler betrachten, um auch dieses ganze Problem in den Griff zu kommen. Wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden, wie wir dazu kommen, den Plastikmüllberg zu reduzieren. Ich glaube, das ist die zentrale Frage. Deutschland ist leider Europameister. Wir produzieren mit Abstand am meisten Verpackungsmüll in der gesamten Europäischen Union, insgesamt und pro Kopf. Und ich glaube, auf diesen Meistertitel können wir nicht stolz sein. Wie kann man darauf reagieren? Wir brauchen eine längere Lebensdauer von Produkten. Wir müssen natürlich Müll und Plastikmüll vermeiden. Unnötige Verpackungen müssen vermieden werden. Wir brauchen mehr Recycling, und wir brauchen Produkte, die nicht von der Wiege, also von der Produktion bis zur Bahre gehen und dann irgendwie vernichtet werden, verbrannt werden oder vielleicht, wenn es hochkommt, recycelt werden, sondern wir brauchen wirklich einen Produktzyklus von der Wiege bis zur Wiege, das heißt, der komplett wieder dann in den Kreislauf der Produktion geht. Ich glaube, das ist die Antwort auf die zentralen Fragen hier. Meine Damen und Herren, der Trend zur Wegwerfkultur, Kollegin Schott hat auch darauf hingewiesen, muss gestoppt werden. Wir leben bereits jetzt schon über die Grenzen unseres Planeten hinaus. Sicherlich benötigen wir weiter das Material Kunststoff, das in vielen Bereichen, wie z.B. der Medizin, unabdingbar ist. Aber wir müssen einfach wegkommen von dem Ex und Hop und von unserer Ex-und-Hop-Kultur, sonst schaufeln wir uns unser eigenes Plastikgrab. Alternativen gibt es.
Es gibt biologisch abbaubare Stoffe, es gibt nachwachsende Rohstoffe, es gibt Mehrweg. All das gibt es schon. Es gibt Läden wie unverpackt, also Läden, wo man hingehen kann und kann sich selber seine Lebensmittel in mitgebrachte Behälter mitnehmen. Ich glaube, das sind gute Ansätze, die hier gemacht werden, die unterstützenswert sind. Es gibt Alternativen wie Bees Wrap, also eine Bienenhülle, ganz aus Öl und Wachs bestehende Baumwollgewebe, die eine Alternative zu Plastik darstellen und abbaubar in 6 Wochen sind, anstatt wie Plastik in über 100 Jahren. Also all diese Dinge gibt es. Und ich bin froh, dass es hier schon Initiativen gibt, dass es Ansätze gibt, dass es viel mehr Menschen gibt mittlerweile, die einfach sagen, wir haben keine Lust mehr auf diesen ganzen Plastikmüll und in diese Läden gehen und diese Alternativen auch benutzen. Auch Plastiktüten sind nicht notwendig. Ich bin aufgewachsen mit dem Spruch Jute statt Plastik. Dieser Spruch hat meine Schulzeit sozusagen begleitet. Diese etwas muffelig riechende, kratzige Stoffhülle, die kennen Sie vielleicht auch. Das war damals der Klassiker gewesen für die Umweltbewegung und die Solidarität mit der Dritten Welt. Also, wer nicht unbedingt eine Jute-Tüte haben will oder eine Jute-Tasche, kann auch eine ganz normale Stofftasche nehmen. All diese Dinge gibt es schon, man muss es nur anpacken. Ich bin froh, dass auch unsere Ministerin sich des Themas annimmt und auch konkrete Initiativen schon in dieser Richtung nachhaltiger Konsum, weniger Verpackung, weniger Verpackungsmüll startet, wie z.B. die Initiative Becherbonus. Kaffeetrinker sollen ihre eigene Tasse mitnehmen und füllen lassen, wenn sie im Café, der Bäckerei oder der Tankstelle ein Getränk mitnehmen. Das schlägt sie vor mit der Initiative Becherbonus. Ich habe einmal nachgeschaut, die Deutsche Umwelthilfe prangert an, dass im Jahr in Deutschland 2,8 Milliarden Becher für den Mitnehmen Kaffee verbraucht werden. Das sind nicht einfach nur Pappbecher oder Papierbecher, sondern die sind auch beschichtet, diese Dinger. Also von daher ist das auch ein Riesenmüllberg, der da produziert wird. Und auch die Deutsche Umwelthilfe schlägt vor, dass man freiwillige Anreize, Bonussysteme nutzt, so wie unsere Ministerin das auch vorgeschlagen hat. Also die Leute bekommen wirklich einen Anreiz, mit ihrem eigenen Becher dahin zu gehen, indem sie dann 10 oder 20 Cent, wie auch immer, sparen. Wir haben es bedauert, dass die SPD, dass die Opposition dann reflexhaft, einfach weil es von der Regierung kommt, weil von unserer Ministerin ein Vorschlag kommt, das als Symbolpolitik abtut. Also die Ministerin handelt hier konkret bei den Kontrollen für die Lebensmittelverpackung, aber auch beim Thema nachhaltiger Konsum. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Feltenmayer. Als Nächster spricht nun Kollege Lenders von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lebensmittelverpackungen haben viele Aufgaben. Sie sind Fläche für das Notwendige, für Informationen, Preis, Gewicht etc. Vielleicht auch mal Informationsfläche für das, was eigentlich drin ist. Sie sind Fläche für vorgeschriebene Aufdrucke. Sie sind Fläche für nützliche Verbraucherhinweise, Informationen, z.B. Zertifizierungen. Sie sind auch sicherlich Fläche für Werbung und sollen Kaufanreize bieten. Meine Damen und Herren, die Alternativen zu Kunststoff-Lebensmittelverpackungen kennen wir aus der Vergangenheit. Da ist sicherlich die Glasflasche immer wieder ein Thema, aber auch der eine oder andere kennt noch eine Milchkanne. Meine Damen und Herren, selbst wenn man zu diesen, ich sag mal, ganz alten Methoden zurückkommen wollte, der stößt dann doch sehr schnell auch auf Hürden. Das ist zum Beispiel, versuchen Sie einmal in ein Lebensmittelfachgeschäft hineinzugehen und dort eine selbst mitgebrachte Verpackung dabei zu haben. Sie werden Ihr blaues Wunder erleben, was Sie sich dann alles anhören dürfen. Und das muss man sagen, Frau Löber,
Sie stoßen dann auch ganz schnell an Hygienevorschriften, an Dinge, an die man jetzt so gar nicht denken mag, wie Schadensersatzansprüche und dergleichen, wenn dann Lebensmittel verdorben sind. Und genau das ist eigentlich die wichtigste Herausforderung oder Aufgabe, die solche Kunststoffverpackungen auch mit übernehmen. Sie haben die große Anfrage, wie ich meine, schon sehr ausführlich beantwortet. Ich habe diese Antwort auch sehr genau gelesen. Und, meine Damen und Herren, zwei Zahlen sind mir da hängen geblieben. 70,5% der Lebensmittelverpackungen werden recycelt, 96,3% verwertet. Es bleibt natürlich ein Rest. Da muss man sich fragen, wo ist der denn eigentlich abgeblieben? Da kann man auch Sorgen haben, ob das in die falschen Kanäle gerät. Und man kann sich lange über thermische Verwertung unterhalten, ja oder nein. Aber feststeht, der allergrößte Teil geht in die Kette zurück. Was ich allerdings durchaus auch als Problem sehe, ist die Frage, wie denn recycelt wird. Ich glaube, dass wir, gerade wenn wir sagen, 70% werden recycelt, dass da noch Luft nach oben ist. Aber für ein vernünftiges Recyceln wäre es auch nötig, dass wir über eine Sortenreinheit sprechen. Produkte, Kunststoffprodukte können Sie nur dann vernünftig recyceln und wieder dem Wertstoffkreislauf zuführen, wenn sie sortenrein sind. Und alleine das stellt einen Handel schon vor große Herausforderungen. Sie stellen sich ein Lager vor, wo ein Lagerist unterscheiden muss die einzelnen Kunststoffsorten, wo er das nicht mit bloßem Auge erkennen kann, sie teilweise quasi ein Labor bräuchten, um das überhaupt zu differenzieren. Meine Damen und Herren, wenn man da rangehen wollte, muss man pragmatische Lösungen finden, die auch dann tatsächlich umgesetzt werden können, wenn man wirklich die Quote für Recyceln stärker anheben will. Meine Damen und Herren, Anfragen, große Anfragen, wenn sie von der Landesregierung beantwortet werden, sind gut, auch wenn sie nicht immer die vorgefassten Meinungen bestätigen. Denn dann wäre es doch dieser Erkenntnisgewinn, den man daraus hat, dass man doch dann auch vielleicht mal dazu kommen sollte, liebgewonnene Vorurteile einfach mal über Bord zu werfen. Und, meine Damen und Herren, wenn eine Landesregierung sagt und sich damit auf das Landeslabor bezieht und die Werte dann auch anführt, ich kann das natürlich alles immer infrage stellen. Ich kann natürlich auch immer alle Grenzwerte infrage stellen. Ich glaube aber, dass wir als Abgeordnete einfach überfordert sind, eigene Grenzwerte festlegen zu wollen. Meine Damen und Herren, wenn wir uns nicht mehr auf die Wissenschaft verlassen können, auf was sollen wir uns denn dann verlassen? Was soll denn Grundlage politischen Handels sein? Meine Damen und Herren, Stoffübertragungen, auch die Auskunft hier, ich habe das gut gelesen, mechanische Probleme waren oftmals der Grund dafür. Das kann passieren in einem Unternehmen. Das sollte nicht passieren, dass, wenn Sie in einem Stanzwerk Kunststoffreste haben, dass Sie dann in die Lebensmittelkette geraten. Ich glaube, dass man solche Teile, da reden wir auch nicht von Mikroteilen, sondern dann reden wir von Teilen, die auch gefunden werden können. Das sollte nicht passieren. Ich bin aber relativ froh darüber, dass die Verbraucherschützer in Hessen solche Dinge dann auch aufdecken und so etwas auch finden, zeigt mir doch, dass die Kette und die Überwachung auch funktioniert. Die Wasserflasche, einer sicherlich der interessantesten Lebensmittelverpackungen. Wenn wir die Anfrage richtig lesen, stellen wir fest, die größten Probleme hat es dabei gegeben bei den Schraubverschlüssen. Ich glaube, da muss man genau hinschauen, dass die Kunststoffe von Kunststoffflasche und Schraubverschluss nicht richtig miteinander übereinstimmen und dass man da Lösungen findet. Aber die Frage nach dem Motto, ist jetzt die Glas... Genau, Korken mir zu. Herr Boddenberg, da haben wir aber ein paar Probleme, was den Kork anbelangt. Also, es ist nicht umsonst, dass viele Weinflaschen mittlerweile einen Schraubverschluss haben. Also, das würden wir eine neue Diskussion führen. Aber diese Glaubensfrage, ob die Kunststoffflasche oder die Glasflasche besser ist. Also diese Glaubensfrage können Sie meistens schon innerhalb Ihrer eigenen Familie diskutieren. Die einen glauben, das Wasser aus der Kunststoffflasche schmeckt ein bisschen komisch, und die anderen sagen, Glasflasche ist das Einzige, was vernünftig ist. Und der andere sagt, bin ich denn verrückt? Ich schleppe doch die Glasflaschen, den Glaskasten, den schleppe ich dir doch nicht hoch, dann schleppst du mal selber.
Also selbst in Ihrer eigenen Familie werden Sie da schnell in Glaubensfragen. Nachweisbar ist da nichts, sondern ganz objektiv muss man sagen, es gibt keine Veränderung. Wenn man sich die Kunststofflasche genau anschaut, gibt es dort keinen Austausch von sogenannten, ja, wie haben Sie es denn gemacht, von unterschiedlichen Stoffen, die ins Wasser eindringen. Meine Damen und Herren, sollte am besten dann der Verbraucher selbst entscheiden, ob er jetzt zur Glasflasche oder zur Kunststoffflasche greift, ob er eine verpackte Banane nimmt oder die lose verpackte nimmt, ob er verpackte Tomaten nimmt oder die losen Verpackungen nimmt. Nur ganz klar muss sein, wenn Sie einen Apfel, der jetzt nicht verpackt ist, nicht abwaschen, dann machen Sie als Verbraucher da auch einen Fehler. Meine Damen und Herren, Weichmacher, es sind eine, muss man differenziert betrachten, über welche einzelnen Substanzen wir uns da unterhalten. Und da muss man auch nach Alternativen sicherlich weiterhin forschen. Aber eines ist auch ganz klar, meine Damen und Herren, wenn Verbraucher nicht vernünftig reagieren und auf Warnhinweise reagieren, die aufgedruckt sind, wenn sie ein Produkt eben nicht ordnungsgemäß anwenden, z.B. ein Produkt, das erhitzt werden soll in einer Kunststoffverpackung, wenn sie glauben, dass sie, wenn sie die Milch warm machen wollen, sie die Milchtüte auf die Herdplatte stellen können, meine Damen und Herren, da werden Sie dann Schiffbruch erleiden. Wir müssen auch auf einen mündigen Verbraucher setzen, der Warnhinweise, Gebrauchsanweisungen auch vernünftig lesen kann. Mein Kollege Rock hat gesagt, er hätte auch nicht ganz gerne, dass Kunststoffe in seinem Essen zu finden sind. Stimmt. Damit haben wir sicherlich eine Gemeinsamkeit hier im Hause, über alle Fraktionsgrenzen hinweg. Es ist ein globales Problem, meine Damen und Herren, und es ist auch vor allen Dingen ein Problem in den Entwicklungsländern. Wenn Sie einem Menschen im Entwicklungshilfeland sagen, dass eine Kunststofftüte bitte recycelt werden soll, wird er Sie mit großen Augen anfragen und sich fragen, was ist das denn, recyceln? Er sieht in solch einer Tüte durchaus einen Wertgegenstand. Wenn Sie das wirklich ernst meinen, dann müssen wir dort mehr in die Forschung investieren, um Kunststoffe zu haben, die tatsächlich vollkommen komplett abbaubar sind. Bisher sind Tüten, die wieder abbaubar sind, also nachher nicht mehr nachweisbar sind, nur in großem technischen Aufwand tatsächlich wirklich einem neuen Weg zuzuführen. Ein Problem bleibt bestehen bei den Kunststoffabfällen in den Meeren. Aber auch da ist es gerade Aufgabe von großen Industrienationen, mehr Geld für die Forschung in Kunststoffe zu investieren, um solch einem Problem Herr zu werden. Alleine von Hessen wird uns das nicht gelingen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kollege Lenders, bei den Wasserflaschen kann ich Ihnen vielleicht aushelfen, weil das am besten untersuchte Lebensmittel ist das Leitungswasser. Da brauchen Sie, ja, also, da brauchen Sie weder das eine noch das andere kaufen. Aber, meine Damen und Herren, ich komme zurück zu den Lebensmittelverpackungen und der großen Anfrage. Natürlich sind Lebensmittelverpackungen gut für die einfache Handhabung, für die Haltbarkeit von Produkten, für die Vielseitigkeit auch von Angeboten, die wir haben. Und oftmals hilft es auch unserer Bequemlichkeit, dass etwas nur in Plastik verpackt ist. Aber es ist auch eine große Herausforderung für die amtliche Lebensmittelüberwachung, wirklich zu kontrollieren und nachzuvollziehen, ob es Gefährdungspotenziale gibt, und dann auch das bekannt zu machen und vor allen Dingen das nachzuverfolgen, damit es sich ändert. Und vor allen Dingen produzieren wir unglaublich viel Müll mit den Plastikverpackungen.
Und hierbei sind aus umweltpolitischen Gründen grundsätzlich alle Verpackungen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie bei einer unsachgemäßen Verwendung gesundheitsschädlich wirken oder bei der Entsorgung in die Umwelt gelangen, kritisch zu sehen. Viele Plastikverpackungen bauen sich nur ganz langsam ab, verbleiben lange in der Umwelt und können sich dort anreichern. Auch dieses ist ein grundsätzliches Umweltproblem. Die aktuelle Diskussion um die Mikroplastikrückstände in der Umwelt und die zunehmende Vermüllung der Meere beleuchten in eindringlicher Weise diese Problematik. Meine Damen und Herren, die Landesregierung versucht, die Verbraucherinnen und Verbraucher über den richtigen Umgang mit Lebensmittelverpackungen, vor allen Dingen über die Internetseiten des Verbraucherfensters Hessen, zu informieren. Dort befinden sich Tipps für den Umgang mit Lebensmittelverpackungen, auch Tipps für die mögliche Reduzierung von Verpackungen, aber auch weiterführende Links zum Umgang mit gebrauchten Lebensmittelverpackungen. Oftmals hat man zu Hause eine Verpackung und dann nutzt man die für ein anderes Lebensmittel noch einmal weiter. Das kann durchaus gesundheitsschädlich sein. Oder auch die Frage, welche Plastikverpackung stelle ich eigentlich in die Mikrowelle? Also auch da sollte man wirklich nur das nehmen, wenn man dann auf Plastik setzt, was tatsächlich auch für Mikrowellen zugelassen ist. Alles andere überträgt sich oder kann sich übertragen auf die Speisen, und auch dieses kann der Gesundheit schaden. Meine Damen und Herren, zur Aufklärung, Information, aber auch zur Reduzierung des Mülls soll ja auch meine Kampagne beitragen, die auch die Abg. Feldmayer eben benannt hat, nämlich den Becherbonus. Sie müssen sich einmal überlegen, 320.000 Becher pro Stunde werden verbraucht durch die Bevölkerung, weil sie Kaffee kauft, mitnimmt, trinkt, also diese Plastikbeschichteten, und dann wegwirft. 320.000 pro Stunde. Deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, dass wir versuchen, nicht nur über Verbote, sondern auch über Anreize den Verbraucher, die Verbraucherin dahin zu bringen, dass sie nicht so ganz bequemlich sind, sondern in einer anderen Art und Weise mit diesem Problem umgehen und ihnen das auch bewusst machen. Aber wir brauchen natürlich auch Regulierung, nationale und europäische Lösungen, das ist ganz klar. Deshalb unterstützt die Landesregierung den Beschluss der Umweltministerkonferenz zur Reduzierung des Eintrags von Kunststoffen in die Umwelt. Da geht es vor allen Dingen auch um den Verbrauch der Plastiktüten. Die EU möchte, dass wir den Verbrauch in den nächsten 10 Jahren auf 40 Tüten pro Kopf und Jahr senken. Aber was in irrer Zeitraum, um dann auf 40 zu kommen. Derzeit verbrauchen die Bundesbürger noch durchschnittlich 71 Plastiktüten pro Jahr. Das kann sich ja jeder einmal an die eigene Nase fassen und überlegen, wann er wofür Plastiktüten nutzt und wo die dann hinterher landen. Diese Plastiktüten müssen jetzt kostenpflichtig werden, und dem Handel wurde Zeit gelassen, das erst einmal freiwillig zu regeln. Man bemüht sich jetzt. Wenn das nicht klappt, wird es allerdings eine gesetzliche Regelung verpflichtend geben müssen. Und auch ein immer größeres Problem gibt es bei den erwähnten Kunststoffteilchen in einer Größe im Mikro- und Nanometerbereich. Die sogenannten Mikroplastikartikel. Hier haben wir einen UMK-Beschluss gefasst, dass es ein Verwendungsverbot beispielsweise in Reinigungsmitteln, Kosmetika und Körperpflegemitteln geben soll. Wir brauchen kein Plastik in der Kosmetik. Ich will mir keine Mikroplastikteilchen ins Gesicht schmieren müssen. Ich nehme an, die Männer auch nicht hier im Saal.
Von daher gehe ich davon aus, dass Sie alle dafür sind, dass man das verbietet, wenn es keinen freiwilligen Ausstieg seitens der Industrie gibt. Wir können selber schon dazu beitragen, indem wir verzichten auf Feuchttücher, die aus einem Polyester-Viskose-Gemisch sind oder mit kunstharzgetränkten Fasern bestehen. Meine Damen und Herren, die Landesregierung handelt auch vor Ort. Wir haben im September 2015 einen Zuwendungsbescheid in Höhe von fast 900.000 € für die Fortführung eines 1,5-jährigen Forschungsvorhabens des Abwasserverbandes Langenegelsbach-Erzhausen zur Entfernung auch von Mikroplastik auf der Kläranlage überreicht. Diese Forschung ist wichtig, Herr Lenders, ich gebe Ihnen recht, aber es reicht nicht nur. Also, es ist sinnvoll, dass natürlich die Industrie forscht, dass Hochschulen forschen, aber auch wir versuchen auf unserem Feld zu erforschen, wie man dann, wo Plastik tatsächlich in die Umwelt gelangt, hier ins Wasser, ins Abwasser, das dann auch tatsächlich in den Kläranlagen aufhalten kann, bevor es dann auch wieder in die Meere geht oder aber auch wieder in einer anderen Art und Weise in den Kreislauf zurückkommt und sich dann in unseren Körpern wieder anreicht. Meine Damen und Herren, es geht in dem Bereich, den Frau Löber mit der Großen Anfrage auch angesprochen hat, nicht nur um Kunststoffverpackungen. Es geht unter anderem, ich komme noch zu einem weiteren Punkt, um sogenannte Lebensmittelbedarfsgegenstände. Dazu zählen alle Gegenstände, die generell mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Das umfasst auch so alltägliche Dinge wie Messer, Gabel, Löffel und Teller, aber auch beispielsweise Schläuche von Bierzapfanlagen. Ja, auch das ein wichtiger Punkt, Frau Abgeordnete. Also, das Reinheitsgebot soll ja nicht dadurch irgendwie gestört werden, dass in den Schläuchen dann irgendwie Rückstände sind, die dann im Bier landen und das wiederum in unseren Mägen. Im Jahr 2014 wurden im Hessischen Landeslabor insgesamt 582 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt untersucht. Die Beanstandungsquote betrug 11%. Das ist aus meiner Sicht immer noch zu viel. Das reichte von Kennzeichnungsmängeln, das ist dann nicht ganz so dramatisch, aber auch bis zu überhöhten Freisetzungen von Schwermetallen. Deswegen sind die Messungen auch so wichtig, damit wir das nachverfolgen können, dass die Beanstandungen auch zu Veränderungen führen. Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird weiterarbeiten an der Reduzierung, an der Überwachung und der Information, damit wir weniger Plastik haben und vor allen Dingen weniger Gesundheitsschädigungen durch Plastik. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Das heißt, die Große Anfrage ist hiermit besprochen.